Der Markt läuft wie eine Schweizer Uhr. Es ist chancenreich und es ist wirklich schade, wenn du dir nicht Gedanken machst und in diesem Markt wirklich dabei bist. Mein Name ist Nazila Jafari. Heute ist 26.05.24. Zugegeben, ich habe dieses Video einen Tag vorher aufgenommen, weil wahrscheinlich, wenn du dieses Video hörst, bin ich nicht wirklich an meinem PC und kann in diesem Moment nicht machen. Allerdings, es ist Disziplin. Disziplin ist, egal wie die Situationen sind, egal was du hast, dass du deine Sachen unverändert einfach mal weitermachst. Und das ist auch ein Teil meiner Disziplin. Und vor allem, ich möchte es euch irgendwie nicht allein lassen, auch wenn es vielleicht halbe Satz von mir irgendwo irgendjemandem helfen könnte. So, wir haben hier den ein bisschen größere Bild. Seit Oktober haben wir ja alles Mögliche auch in diesem Chart besprochen. Also auch letzte vor Ostern und genauso auch in der letzten Woche. Also in diesem Maximalbereich sehen wir, dass der Markt immer wieder Bereitschaft auch zeigt zu korrigieren. Ich möchte es einfach mal jetzt in Details zeigen. Wir haben über diesen Bereichen wunderbar gesprochen, immer im Vorfeld, dass ich in meine Position hedge, welche Position ich habe, von hier noch einmal einen Long und von diesen letzten Chancen, zumindest mal war für mich, wie manche gesagt haben, du schreist immer wieder Long und Long, wo holst du der Zuversicht her? Dieses Jahr wird einen, ich habe mehrfach erwähnt, dieses Jahr ist sehr chancenreich, dieses Jahr wird heftig und ihr seht ja, dass ich bisher zumindest mal seit Oktober, seit auch Januar Recht habe. Das ist nicht, dass ich jetzt Recht bekommen muss, sondern ich kenne solche Marken und ich kenne auch DAX wie meinen bester Freund eben und weiß, in diesem Jahr könnt ihr echt viel Geld machen. Also meine Leute haben habe ich auch in meinem Instagram immer wieder auch gepostet, weil ich sehr, sehr, sehr stolz auf den bin. Die haben mindestens diesen Bereich mitgenommen. In der letzten Update war Mindestkorrektur, so wie der letzte Sonntag auch besprochen wurde und der Markt ist, solange mein Plan nicht kaputt geht, also dass der hier nicht nach oben großartig sich verlässt, das ist jetzt der maximale grüne Bereich, das heißt, habe ich für euch auch grün gemacht, ihr seht ja, dass hier auch der Pfeil war, genauso hat es wie letzte Woche besprochen, der Markt am letzte Woche am Donnerstag, Freitag in diesen Bereichen auch abgeprallt. Aber erst einmal 400 Punkte. Also ob du jetzt Gas reingegeben hast oder nicht, Markt ist in eine Richtung 400 Punkte gelaufen, was sehr, sehr cool ist und du damit kannst du 5, 6, 7-stellig sogar Geld rausholen. Es muss nicht immer sehr, sehr, sehr viele Punkte geben. Hauptsache, es geht um sichere Punkte. Das ist in der ganzen Woche, abgesehen von Montag, dass er im Bereich 18.900 wieder nach oben gedreht ist, aber dann den Rest immer wieder, also wirklich präzise unter letzte hoch geblieben. Und das heißt, eine super, super bärische Situation. Erst einmal, dass der Markt nochmal sogar auch diesen maximalen Bereichen, die wir letzte Woche besprochen haben, für diejenigen, die noch in Hedge-Positionen sind, also oder Short-Positionen sind, immer erreichen wird. Das heißt, nach meinem System, offene Muss-Ziele, die hier erreicht worden sind und also ohne den Plan kaputt zu machen, hat die offene Ziele wunderbar erreicht. So, das bedeutet, hier war wieder einmal eine die minimalste wirklich Risiko, maximalste Wahrscheinlichkeit für einen Wiederabprall nach oben, also eine Long-Bewegung, die man auch nochmal in Perfektion mitnehmen könnte, ohne wirklich
größeren Anstrengungen zu haben. Also, wir haben von der nächsten Woche ganz wichtig, so wie besprochen, auch in letzter Woche. Nächste Woche wird von Freitagabend, da wo der Markt dann angehalten hat, also präzise erst einmal eine schöne Korrektur wieder nach oben gegeben hat, von Freitagabend bis 18.700 bis diesen oben maximalen Bereichen. Es wird dieser Bereich immer noch wichtig bleiben für die kommende Woche. Wenn, solange der Markt nicht darüber skaliert, muss man mit dem Long immer noch ganz klar vorsichtig sein, also mit allem wirklich Regelwerk anwenden, aber einen Swing Long, es geht nur erst, wenn der Markt wirklich da drauf sitzt und da drauf skalieren kann. Das heißt, wenn du von hier für einen Swing Long eingegangen bist, dann bitte, also wahrscheinlich hast du ja am Freitag gemacht, also Donnerstag, Freitag, müsste diese Positionen dann komplett gesichert werden, dass du nicht mit Angst und Bange ins Wochenende gehst. Aber für mehr Long brauchen wir diesen Bereichen zu erobern. Vor allem, wie gesagt, oberhalb von 18.840 einfach mal sitzen und bleiben. So, dann können wir skalieren bis wieder 19.000, 19.100. Darf der Markt machen, muss der Markt nicht machen. Es ist wichtig zu wissen, nicht einfach ohne Sinn und Verstand, genauso wie ich in der letzten Video gesagt habe, bitte nicht ohne Sinn und Verstand in diesem Markt einfach mal so long gehen, sondern einfach wissen, das haben wir ja alles besprochen, du hast ja alles hier auch so mit grün markiert gehabt. Das sind minimalste Risiken, maximale Chance, wenn man ja einen Long-Position haben will. Ansonsten, wenn du keinen Plan sonst hattest, hättest du lieber Finger stehen lassen, still haben und abwarten. Okay, ansonsten, hier kann ein False Break nach unten geben, das bedeutet eine falsche Ausbruch und sehr schnell wieder nach oben erobert, das wäre immer noch alles okay. Darunter, wie ich gesagt habe, wird der Schleusen aufmachen bis zu mindestens 18.380, 18.300 und darüber hinaus, dann wird es wieder die Gefahr für eine Kettenreaktion ganz groß werden. Das ist bitte ganz wichtig, dass ihr erst einmal diesen Bereichen wirklich orten könnt und darunter dann erstmal Finger weg von den möglichen Long. Okay, dann kann es wirklich dann im Mai die Sell on May and Go Away. Das haben wir ja im Mai nicht wirklich gesehen. Also im Mai ist es richtig nach oben gegangen mit Ansage. Und den Rest kann er vielleicht mal zum Schluss machen. Das heißt, achtsam bleiben bitte hier für einen weiteren Long, nicht ohne Wenn und Aber. Und solltest die Bereiche halten bis maximal 18.500, dann, also als False Break meine ich, dann ist immer noch der Markt die Chance, also hat zumindest mal die Chance, noch einmal den oberen Bereich anzugreifen. So, soweit so gut. Das ist der DAX und der Unterschied zu Nasdaq, dass ihr dann seht, was da wirklich, was der DAX macht, muss der Nasdaq nicht machen. Gehen wir ganz kurz zu Nasdaq. In Details gesehen, also auch hier, ich habe gesagt, mein Long ist reduziert, ist abgesichert, es ist alles soweit okay und es ist sogar in diesem Bereich gehedged. Allerdings, ich schließe nicht aus, dass der Nasdaq bis 19.000 geht und auch sogar ein bisschen mehr, 19.100. So, wir haben letzte Woche war der Geschrei von Nvidia ganz groß, also Nvidia hin, Nvidia her, habe ich auch in meinen Stories auch gezeigt und habe ja auch gesagt, für mich ist das nicht so, glaube mir, es ist einfach nicht so. Du hast ja auch gesehen, so große Bewegungen nach oben hat ja Nvidia auch nicht geschafft und solche Meinungen werden schlussendlich
außer für die eventuelle Daytrader mit ein paar Punkten. Ansonsten wird sowas zum Verlust führen. Du siehst, was schneller Korrekturbewegungen, der Markt einfach bereit ist. Deswegen habe ich in der letzten Thumbnail geschrieben, der Bär sitzt einfach in der Ecke und wartet. Also achtsam bleiben, bitte. Ja, hier in diesen Bereichen achtsam bleiben. Dennoch, mit der Korrektur haben wir auch, also Fibokodler, also beziehungsweise ich, habe ich auch mal in meinem Instagram genauso vorher auch mal in dem Q&A euch ein bisschen angekündigt und danach auch meine Kontoauszüge gezeigt, dass ich diesen Bereich auch wunderbar und leicht easy going, wirklich easy going, auch mal geschortet habe. Cashflow, da sind auch mehrere hundert Punkte. Hätte man mit ein bisschen Plan, ein bisschen Checkliste vor allem und Kontrollprozesse in diesem Bereich wunderbar einen Short-Bewegung haben. Nasdaq war außerhalb der Börsenzeit bei außerbörslich sozusagen beim 19.020 so ungefähr, hat sich dann eine super Korrektur in dem sehr kurzfristigen Bereich gezeigt und die hat er vollendet, aber noch keinen Short-Signal gegeben. Also genau die Bereiche 18.7, 18.6. 20 wirklich fast auf dem Punkt Landung einfach mal gehalten und wieder nach oben. Das heißt, hier gibt es ganz wichtig, der skalieren auf mindestens wieder 19.020 bis 19.140 ist bei Nasdaq keine Überraschung, überhaupt nicht Überraschung, genauso wie letzte Woche besprochen, null Überraschung. Wenn ihr hedge, dann ist eine Hedge-Position und das ist auch im Nasdaq hier sehr, sehr, sehr wichtig, dass man wirklich auch hedge. Ansonsten wirklich, wie letzte Woche gesagt, wirklich Short, Anzeichen von ordentlicher Short-Bestätigung wird genau unter die und unter vor allem 18.450 gehen bleibend und nicht als einen False Break, genauso wie der DAXI, dass er hier irgendwo eine Korrektur gibt und wieder nach oben geht, sondern wirklich Short-Anzeichen, Short-Bestätigung wird es wieder da geben. Ansonsten, ja, also der Markt bleibt sehr, sehr, sehr spannend, der Markt bleibt chancenreich. Du kannst wirklich, wenn du einmal in der Woche momentan auch noch handeln würdest, nur einmal richtig, richtig lukrativ auch zu handeln. Wie für mich war die ganze letzte Woche einmal gegen meinen Long, einmal Hedge-Position aufzubauen in Nasdaq. Im DAX war ich ja sowieso, wie angekündigt, war ich ja dann in Hedge-Position seit oben. So, es ist auf jeden Fall immer wieder chancenreich, mach Cashflow bitte, warte nicht auf irgendwas. So, mach einfach mal Cashflow, sichere Bewegungen, ob es nach oben sind oder nach unten sind, vergiss nicht. Über 95% der Leute verlieren ihr Geld auch mit Long. Also heißt nicht auch, sondern maximal Leute verlieren ihr Geld mit Long, weil falsche Stoff, falsche Plan, falsche alles haben. Wenn es hat nicht mit dem Long oder Short zu tun, sondern es hat definitiv damit zu tun, ein bisschen Plan zu machen, ein bisschen Kontrollprozess zu haben, um Sicherheit zu haben, in dem Markt auch nochmal in Ruhe und Gelassenheit zu investieren. Weniger ist mehr, aber dafür ist wichtig, wenn du für Long bist, dann abwarten und in den Bereichen, die du vorher gesehen hast oder vorher wirklich für dich geortet hast, dann Position aufzumachen. Und wenn du shorten willst, ebenso. Siehst du, das macht keinen Unterschied. Das heißt, das ist nur der Knopf, der sich dann irgendwie verändert. Ich wünsche euch auf jeden Fall von Herzen eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche und keep going, gib Gas. Alles Liebe der Welt, eure Nasila.